So, Leute, Shotgun geht ab. Eine weiße Shotgun haben wir gefunden eben. Im vorletzten Spiel. Also haben wir jetzt endlich mal grüne Armrüstung. Wow, oder? 95 Verteidigung. Besser geht's eigentlich nicht. Das ist so Maximalwert bei Destiny, hab ich mir sagen lassen. Hier, das wäre nicht schlecht. Ja, das wäre natürlich auch cool. Goldene Kanone kann mehrere Ziele ausschalten. Schon wieder Ufer der Zeit. Immer wenn ich Shotgun nehmen will, ist halt diese Sniper mehr, weil jetzt spielen wir Shotgun, ist mir jetzt egal. Dann verlieren wir halt, aber ich habe wenigstens Spaß. Und kann in die Gegner reinrutschen und kann Action machen. Action, 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 Leute. Übrigens da oben fliegt ein Drache, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Kontrolle. Alpha Team. Zeit zu kämpfen. So. Erobert alle. Wenn wir gleich mal zu C und dann zu A gehen oder so. Oder B von hinten aufräumen. Er hat Zone C eingenommen. Der Feind hat Zone oder einfach A sterben erobert. Wahrscheinlich. Ja, hier geht's schon ab. Es laggt aber, seht ihr? Dient sich rum. Sehr merkwürdig. Also waren ein paar viele Gegner gerade, vier Leute für uns. Da muss man nicht unbedingt so deppert reinrennen. Muss nicht sein. Feind hat Zone B erobert. Aber wie wenig verliert denn der von der Granate? Ey, das ist ja lächerlich. Genau drauf und dann alle Suchdinger auch noch mit rein. Ach, was ist denn das? Zone A ist wie langsam sicher. Schießen die Shotgun? Eieieiei. Oh, irgendwie was Besseres. Den haben wir schon mal. Jetzt gehört uns A, jetzt fehlen uns noch B. Das war tatsächlich knapp. Zone A verloren. Knapp noch hochgekommen. Zone B ist neutralisiert. Der Feind hat Zone A erobert. Hilft mir halt nicht. Bist du tot halt. Ja. Sind mir gleich geholfen, hätte ich einen weggeschossen und den anderen muss ich zweit uns holen mit Golden Gun. Aber du bleibst halt lieber sitzen und stirbst dann am Anschluss. Feind hat Zone B erobert. Ist halt gut gespielt. Zone C verloren. Der ist tot. Zone A neutralisiert. Feind hat Zone C eingenommen. Aha. Okay. Zone A ist sicher. Zone Guck, B ich helf ist dir. Neutralisiert. Ich block alles, bis er nochmal kommt. Ich komme nicht links rüber mit der Waffe. Irgendwie zieht sie nach rechts, wenn man schießt. Schießt immer weiter nach rechts. Ihr habt Zone B eingenommen. Bin schon rechts auch noch irgendwas angeschoben. Weiß nicht genau. Irgendwas war da noch los. Schwere Munition kommt. Das ist doch schon mal ein Wort. Ja, Frick, Shotgun. Aber bis du die Waffe gewechselt hast, dann ist es schon wieder zu spät. Man weiß ja nie genau, wo die stehen. Riecht da auch noch was von. Kannst halt eine Sekunde warten, haben es drei Leute. Oder du nimmst es dir halt vorher und hast es alleine. Das ist halt echt sehr klug gespielt. Sehr, sehr klug gespielt, mein Freund. Dann machen wir allein jetzt alles klar. Führung übernommen. Er ist wohl AFK. Nein. Ach, ich bin so blöd, ey. Es ist ja klar, dass er mich dann killt. Und man kann sich auch nicht mehr bewegen, während man das macht. Man muss es hinter der Wand machen, Leute. Das ist einfach logisch. Aber ich denke halt immer, oh, da kommt einer, mache ich super, kill ihn mit einem Schuss. Und dann bin ich 5 Sekunden in der Warteschleife. Und ist das super, dann mal aufgeladen ist. Ja, das ist scheiße. Echt scheiße. Ich check's halt nicht. Ich bin noch nicht eingespielt mit dem Jäger. Vielleicht nicht mit Golden Gun. Bei dem Blinkentanz habe ich mich jetzt schon so dran gewöhnt, dass man immer warten muss. Feind hat Zone B erobert. Zone A verloren. Meine Granate verpufft halt wieder nirgendwo. Und dann bin ich halt tot.
Shotgun klärt auch nicht mal auf 3 Meter irgendwas. Zone B ist neutralisiert. Ja, guck mal, nicht mehr Energie abgezogen haben wir ihn. Super ist das, im Fenster. Heißt ja auch super, nicht ohne Grund. Müssen wir helfen, den zu killen. Ja, guck mal, bei ihm geht das halt. Ich schieße die ganze Zeit auf ihn und er kann halt aufladen und kann sofort schießen. Und mir dauert halt 4 Sekunden, bis ich irgendwas machen kann. Das hat schon witzig. Dafür haben wir ihn jetzt. Zone B ist neutralisiert. Super, ey. Ich lass mal raff hier bei dem Jäger. Zone B eingenommen. Leider nichts mehr. Ja, dann snipt immer dahin. Ich bleib hier. Ich mach nix. Schon jetzt schon wieder los. Geh doch nicht da rein, was machst du denn? Ruihara. Oh, wächst Mythoglas bei B, Leute. Wächst Mythoglas bei B, ich mag mich zu B gehen. Auch mit der Sniper gehe ich zu B, dann hat er auch mit seiner wächst Mythoglas eigentlich keine Chance. Die Distanz kann ich mit ihm holen. Achso, ich hab Shotgun. Ja, vergesst, was ich gesagt habe. Jetzt bin ich ja tot. Weiter Zone B erobern. Schwere Munition kommt. Die Shotgun ist so schlecht. Zone C neutralisiert. Das macht echt keinen Spaß mit der. Ein bisschen besser wäre so eine grüne oder so. Wäre das echt akzeptabel, aber das ist einfach zu schlecht. Zone C ist sicher. Endlich habe ich auch mal schwere Munition. Ich will mal den paar Noobs killen. Vielleicht noch einer in den Tunnel drin. Ja, super. Du hast nicht mal den Schuss. Ich konnte halt auch noch nicht schießen, dann kam man einfach vor. Schaut, das deppert. Deppert reingelaufen, jetzt verlieren wir das Spiel, wahrscheinlich. Feind hat Zone C eingenommen. Minuten. Ach Gott, zweimal daneben schießen mit Golden Gun. Das passiert nur mir. Nur mir passiert sowas. Kann das einfach nicht. Keine Ahnung. Ich check das nicht, dass ich da irgendwo mal drauf bin. Also wild rumjumpt. Da, Headshots mit der Sniper machen. Kein Problem. Aber Golden Gun, ey, ich check's echt nicht. Wirklich nicht. Ich hab's auch noch zu wenig mehr, ich hab's im PvE noch nie verwendet. Und im PvP jetzt für das 10. Mal oder so. Check nicht genau, wie das Aim da ist, muss ich halt echt einspielen. Oh. Ach komm, ey, jetzt steht da auf und geht einfach weg. Was ist denn da los? Zone B verloren. Ich dachte halt, ich hätte alle Zeit der Welt, so wie der da saß. Dass er da echt so ein Kaffeegesicht braucht. Nee, steht da auf und geht weg. Zone C neutralisiert. Zone B ist neutralisiert. Ich habe Zone C eingenommen. Okay, es ist nice. Nice, nice, jetzt geht's bei B ab. Feind hat Zone B erobert. Na, was ist jetzt los? Oh, da sind so viele Orbs, da geh ich jetzt hin. Ist mir egal, sterbe ich halt. Irgendwas müssen wir ja probieren. Sehr gut. So, wenn sie kommen, mache ich direkt super. Zone B ist neutralisiert. Der Feind hat Zone A erobert. Schwere Munition kommt. Der
Zone B angenommen. Schwere Munition verfügbar. Komm, einer noch. Nee. Schade. Zone C verloren. Zone C angenommen. Ich sehe das auch wieder nicht. Unnützig irgendwie. Ja, das war klar. Ah, Herr Jemine. Herr Jemine! Herr Jemine! Was ich brauche, sind 4 Golden Gun Schuss und durchdringen ihre Ziele. Golden Gun Treffer, Schüsse, wie auch immer. Das wäre eigentlich das Optimum. Man kann echt 8 Leute killen oder so. Übertrieben gesprochen. Sniper ist stärker als Raketenwerfer. Aber wir holen uns jetzt trotzdem die Raketenwerfer-Munition und schießen den mal B weg. Nein, warte auf mich. Warte, nicht weggehen. Zone B verloren. Weil der Raketenwerfer geklärt hat immer überhaupt nichts. Was ist denn da los? Und links auch noch 2. Ja gut, kann ich halt auch wenig machen. Zone B erobert. Das ist kein Kampf, das ist ein Massaker. Gewinnen schon wieder, Leute. Das 12. Spiel ist in Folge gewonnen. Was ist da los? Was zum Geier ist da los? Was zum Geier ist da los? Ja, wächst Mythoglas. Super. Viel Chancen hast du da. Mit einem einzelnen Waffe. Sieg gewinnt man keinen Krieg. Du bist halt sofort Instant-Tot, 5 Schuss oder so. Das ist ja Wahnsinn. Ich will das Ding auch mal haben. Ich muss meine 30er-Welt noch ein paar Mal spielen. Ah ja, keine Zeit. Das ist ja schmelztiegel Level. Wahnsinn. 21 Kills. Naja, kann man nehmen. Brauchen wir nicht. Haben wir schon. Erstmal Schluss. Erstmal Pause. Bis dahin. Ciao, ciao.